Ahoi Pyros, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 19.5. Heute gibt es von mir meine Top 10 Lidl-Feuerwerksprodukte. Ich konnte mich jetzt die letzten Tage sehr intensiv damit beschäftigen und habe mir hier eine Liste zusammengestellt. Diese werde ich euch jetzt nach und nach einmal vorstellen. Meiner Meinung nach sind das Artikel, die auf jeden Fall bei euch im Einkaufswagen landen müssten. Wir gehen jetzt einfach durch. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. In wenigen Tagen ist es ja schon soweit und ich glaube, ey, das wird so ein cooles Silvester dieses Jahr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was eure persönlichen Top 10 sind. Aber ich glaube, hier mit der Liste spreche ich schon für relativ viele Leute. Also, let's fucking go. So, als allererstes haben wir hier die Double Crasher von Nico. Die gibt es nämlich für 3,49 €. Das ist verdammt günstig, wenn man mal ehrlich ist. Dafür hat man hier schöne Einzelschüssler, ja, das sind 10 Stück und ja, sowas wie die Flashbangs, nur halt mit Effekt. Schauen wir uns die Dinger mal an. Bombenrohre an. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, dann fangen wir direkt mit der Variante Silber an. Ja, sehr schön langstehende Blinker auch für einen Discounterartikel. Also da kannst du nicht meckern. Vor allem auch mit Feuertopf, das ist auch eine Besonderheit. Schöner Feuertopf, ein schönes Bouquet oben am Himmel. Ey, sehr, sehr cooler Artikel, Chat. Ja, schöne Blinker. Jetzt kommt Golden. Auch mega. Ey, sowas gibt es im Discounter zu kaufen. Das schön, ist absolut schön. Hammer. Und der zweite. Also die Dinger werden bei mir auf jeden Fall im Warenkorb landen. So, und die dritte ist leider ein Artikel, der, glaube ich, regional zu haben war. Das heißt, nicht jede Lidl-Filiale wird die Dinge anbieten. Boah, mit Crackling super stark. Wow. Echt also die Leute, die Möglichkeit haben, die Teile so, zu kaufen, kauft euch die. Definitiv. Mega geil. Nächster Artikel, wer hätte es gedacht? Natürlich, die Flashbangs müssen mit rein. Dieses Jahr anstatt für 2,99 € wie 2022 gibt es sie für 3,49 € zu kaufen. Also eine kleine Preiserhöhung, kann man sagen. Ist jetzt nicht ausschlaggebend und kein Argument, die Dinger liegen zu lassen. Die sind nach wie vor super, super stark. Let's fucking go. Für 10 kleine Bombenrohrraum mit richtig hartem Knall. Und da würde ich sagen, da zücken wir gleich mal welche. Wow! Also ein richtig schöner Knall. Zwar hell, aber wirklich dennoch richtig schön hart. Früher hat man sich das halt immer gewünscht, ne? So Einzelschüssler im Discounter, die einfach nicht knallen. Das ist ein geiler Ersatz zum Böller. Mega. Und jetzt hier noch die letzten 6. Mal schauen, wie viel ich davon anbekomme. Hoffentlich alles. Ach, hier. Okay. 4 Stück sind es geworden. Cool. Dann haben wir den nächsten Artikel auf meiner Liste und zwar die WQ 51 Schuss Batterie Big Surprise. Gibt es dieses Jahr für 18,99 € und ganz ehrlich, Leute, das ist eine Batterie, die einen echt fucking besonderen Effekt hat. Also dieser V-Wirbelaufstieg, der ist unglaublich geil und ein richtiger Hingucker. Also die Batterie lohnt sich allemal. Neuheit. Thank you.
So, so ein geiler Effekt. Mega schickes Ding. Ich finde das Ding einsame Spitze. Absolute Top-Empfehlung dieses Jahr. Ich bin unglaublich gehypt, dass es die geben wird. Ich werde sie mir selber mehrfach einpacken. Die Superfly für 14,99 Euro. Eine Beast-Batterie, die es so noch nicht gegeben hat. Also mega schickes Teil. Absolut besonders und ein absoluter Muss-Artikel dieses Jahr. Ihr werdet es selber merken. Unglaublich schön. So geil, wirklich. Mega stark. Da es ja an Leuchtfeuerwerk nicht fehlen darf, haben wir hier den Einhornpups. Dieses Jahr gibt es ja 4 Vulkane für 6,99 Euro jeweils pro Vulkan. In Kolostas, Silberberg, Einhornpups und Color Silverstars. Mein persönlicher ist auf jeden Fall der Einhornpups. Dann wollen wir mal. Wir fangen an mit den Einhornpups-Vulkanen. Für sie, wie gesagt, 6,99 Euro. Im Lidl ein schlagbarer Preis. Schöne pinke Bengalflamme. Die dann zu silbernen Funken und dann müsst ihr darauf achten, nach einer gewissen Zeit werden pinke Sterne mit ausgeworfen. Da kommen jetzt die pinken Sterne. Verdammt schön. Feinartige, also, wirklich, kann man nicht anders sagen. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Alternativen zur Poison. Und zwar ist das die Magic Gin von Nico. War ich persönlich von begeistert. Also für 3,99 Euro ist es ein absolut schöner Artikel. Bei Lidl gibt es ja auch noch die Veko Discovery. Auch für die Discovery ist die Magic Gin, finde ich, ein guter Ersatzartikel. Beziehungsweise eine gute Alternative. Aber dadurch, dass die Batterien so wenig kosten, kann man sich wahrscheinlich eher beide mitnehmen, anstatt eine und die andere liegen lassen. Aber wenn es um die Top 10 geht, ist die Magic Gin auf jeden Fall für mich auf der Liste priorisiert. Was ich bei der Batterie cool finde, vielleicht um das nochmal zu erklären, es ist kein Crackling bei der günstigen Batterie mehr drin. Es sind Blinkeffekte mit dabei, es sind Blütenstaubeffekte mit dabei, beziehungsweise so Strobe-Effekte. Und es ist einfach für eine kleine, günstige Batterie eine Besonderheit. Nun kommen wir zu einem Artikel, um den sich definitiv gestritten werden darf. Ja, die Nico Pyro Conversion. Das Problem ist, erst war ich von der Batterie überhaupt nicht überzeugt, weil der Pyro Extrem hat ein Video hochgeladen und bei ihm war die Batterie wirklich nicht gut. Ich habe eine Charge erwischt, die extrem stark war, was mich sehr verwundert hat. Anscheinend gibt es mehrere Chargen im Umlauf, im Verkauf. Also da kann man nicht mal irgendwie groß drauf aufpassen, weil auch die Losnummer etc. ist gleich gewesen. Das haben wir schon verglichen. Ganz, ganz strange. Ist auf Risiko behaftet, der Kauf. Ja. Gibt's zu kaufen, auf jeden Fall für 19,99 Euro.
Beginnend mit einer Fontäne. Zu wirklich schönen und großen Zerlegern. Also wenn sie so kommt, dann ist sie fett. Ansonsten hat man einen Griff ins Klo auf jeden Fall getätigt. Also das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Eine Batterie, die auf jeden Fall brutal dieses Jahr ist und auch eingepackt werden muss, ist für 16 Euro die Weco Daredevil. Ein unglaublich toller Artikel. Keiner hätte gedacht, dass es die weiterhin gibt. Aber Lidl hat uns da überrascht und mit einer Charge, die unglaublich stark ist. Ja, das Ding ist dieses Jahr wirklich unfassbar stark. Also selbst da würde man kaum noch einen Unterschied zu einer Batterie von einem Fachhändler erkennen. Also die kannst du problemlos auf die Straße stellen und bist der König in der Straße in dem Moment. Für 3,99 Euro bekommt ihr in diesem Jahr wieder die Laserfontäne. Geht ungefähr 70 Sekunden hier angegeben mit schönem Smarty-Effekt. Auch jedes Mal eigentlich ein Artikel, den man sich einpacken sollte. Vor allem ist das auch ein besonderer Effekt, diese schönen Flammensterne, Lasersterne. Als letzten Artikel möchte ich euch jetzt nochmal auf jeden Fall für 13,90 Euro das Phantom and Ghost 11-teiliges Raketenfeuerwerkssortiment-Set empfehlen. Ich habe die aktuelle Charge gesehen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, sie ist nicht mehr ganz so stark wie die erste Charge, aber dennoch sehr, sehr gut. Also man kann das Set problemlos bzw. bedenkenlos kaufen. Die Five-Raketen sind wunderbar und die normalen Raketen auch. Die sind nicht mehr so ganz extrem, dass sie wirklich so BATS, aber trotzdem ein fülliges, großes Bouquet. Alles cool. Für 13,99 Euro kann man sich da überhaupt nicht beschweren. Ja, gute Idee.
finde die Raketen wirklich spitze, ne? Wirklich schön, also finde ich jetzt nicht schlecht. Dann die schwarze Ghost. Das ist kein wirklicher Crackling-Effekt, das ist eher so ein Gemisch aus Blütenstaub und Crackling. Dann wollen wir mal welchen Heulaufstieg machen. Ja, machen wir die noch. Okay, dann die pinke oder lila. Rotflimmer. Jetzt die gelbe. Gelber Blütenstaub, auch geil. Und das in Discounter-Raketen, so. Leute. Das müsst ihr immer bedenken. Discounter-Raketen. Blaue zuerst. Mit Heulaufstieg jetzt. Und das ist doch geil. Okay, jo. Das lasse ich mal. Dann schwarz. So einem Ghost-Effekt. Dann haben wir nochmal blaue. So, und zu guter Letzt schwarz. Geiles Set, meiner Meinung nach. Ja. So, Freunde, das soll es mit diesem Video wieder einmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was denn eure Top 10 Produkte wären oder bei welchen Artikeln ihr mir zustimmen würdet. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da, lasst dem Kanal ein Abo da, damit ihr keine Videos verpasst. Bald ist es soweit, die heiße Phase neigt sich jetzt dem Ende zu. Wir werden alle ein geiles, wunderbares Silvester haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald.